Ich heiße Jonathan Ebert. Wir von unserer Initiative haben uns als Ziel gesetzt, dass wir fremde, andere Kulturen mit unserer eigenen versuchen zu verknüpfen, dass wir verschiedene Menschen zur Verfügung stellen wollen und haben dafür für heute, für die Love in Action Week, einen tollen Partner gefunden in dem Jugendwohnprojekt, in dem wir jetzt gerade sind, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, für die wir heute Freizeitangelegenheiten wieder zusammenbauen wollen, das heißt konkret den Billardtisch wieder funktionstüchtig machen wollen.